Name ist Jan Fitzer, ich bin künstlerisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leonardo und verbringe normalerweise die meiste meiner Zeit in den Miracle Studios. Deswegen darf ich kurz in aller Kürze ein paar Wörter hier verlieren. Das Miracle ist unser spezialisiertes Audio-, Kreativ- und Forschungslabor innerhalb des Leonardo-Zentrums und ist ein Akronym für Music Interaction Research und Audio Creation Lab. Es befasst sich primär mit zwei Bereichen, der Audioproduktion und der Audioforschung. Und besteht auch aus zwei Räumen, die beide 55 Quadratmeter umfassen. Und wir sind gerade im hinteren Raum und sehen jetzt im Moment sehr prominent, in echt fühlt sich noch prominenter an, die großen beiden ATC-Lautsprecher. Ich gehe mal einfach durch ein paar der verschiedenen Geräte durch. Das sind unsere Studiomonitore. Es gibt bei uns die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Stereo-Abhören umzuschalten. Einmal die beiden Channel-X, das sind die äußeren, und die ATCs sind die inneren. Besonders daran ist, dass die Channel-X nicht nur zwei für Stereo sind, sondern wir haben ja auch eine 5.1 Abhörsituation, die man auch erweitern kann zu anderen offenen Surround-Ausstellungen oder 7.1 oder was einem einfällt dazu. Es gibt zusätzlich noch verschiedene Kopfhörersysteme, die man dann zum Referenzhören benutzen kann oder aber auch für binaurale 3D-Audio-Produktionen. Genau. Zusätzlich bei uns gibt es eine medienmusikorientierte Instrumentenauswahl, akustische Instrumente, verschiedene von, man sieht hier schon ein paar von unserer letzten Sampling-Session noch, aber auch hinten auf den Bassfallen sieht man noch Drehleiern und Banjos und alle möglichen Dinge, die man dann im Raum aufnehmen kann. Oder eben in unsere Recording-Booth für präzisere, zum Beispiel Sampling-Aufnahmen mitnehmen kann. Das ist eine Raum-in-Raum-Aufnahmebox. Darin sieht man gerade noch ein nicht ganz aufgebautes Schlagzeug. Die ist verbunden durch Dante mit unserem System vorne. Und genau, dafür braucht man natürlich auch Mikrofone, die sind im Lager. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Mikrofonen, von Kondensator, Groß-, Klein-, Bändchen, Kontaktmikrofone, die nicht die Luftschwingungen, sondern Oberflächenvibrationen in Klang quasi umwandeln. Genau, und wenn wir kurz zurückgehen zu unserem Tisch vorne, muss das Signal natürlich auch in Vorverstärker, in Preamps gehen, um eben verstärkt zu werden. Die sieht man hier in unseren Racks. Da gibt es verschiedene Preamps, es gibt Kompressoren, Equalizer, es gibt Channel Strips von bekannten Mischpulten. Eben alles da, um die verschiedensten professionellen Produktionen in jeder möglichen Hinsicht ermöglichen zu können. Hier sieht man noch einen Multiband-Kompressor und so weiter. Genau. Auf dem Tisch ist noch was Interessantes. Einer unserer Hardware-Synthesizer, das ist ein semi-modularer Analog-Synthesizer der Firma Moog namens Matriarch. Daran sitzt unsere Praktikantin gerade recht viel. Das ist ein spannendes Instrument. Und das ist eben eines unserer Hardware-Synthesizern, die man benutzen kann für Projekte jeder Art. Und genau, das ganze Miracle ist kann entweder mit einem Mac OS-basierten oder einem Windows-basierten Rechner benutzt werden. Gibt es beide Möglichkeiten und jeder dieser Rechner ist natürlich auch mit der nötigen Software ausgestattet, von Software-Synthesizern bis hin zu umfassenden Orchester-, Klangbibliotheken, Sample-Libraries. Auch da gibt es eine große Vielzahl. Man darf natürlich nicht vergessen, dass viele Menschen doch noch gerne mit Gitarren und E-Bässen spielen, deswegen gibt es bei uns auch natürlich verschiedene Gitarrenverstärker. Der Herr Zeiss ist so nett und führt gerade mit der Kamera uns durch den Raum. Und hier sieht man auch schon einen davon. Genau, im anderen Raum, das ist der vordere Raum, ist dann eine recht ähnliche Aufstellung. Allerdings gibt es da einen sehr großen Unterschied. Anstatt die Recording Booth finden wir im anderen Raum einen Steinway Stereo Flügel. Über den werde ich nicht so viel erzählen. Das gebe ich dann in dem Feld Profis ab. Allerdings auch hier ist noch gut wichtig zu erwähnen, dass der ganze Raum eine leicht andere Ausrichtung hat, nämlich geht es hier weniger um diese Studioaufnahmen wie in dem Raum soeben, sondern mehr eben um Klangbearbeitung, Editing, Arbeiten mit innovativen Interfaces jeder Art und auch Sounddesign in the Box. Der Raum ist gerade noch ein bisschen im Aufbau, genau, aber an der Stelle würde ich jetzt eigentlich, wenn es keine Fragen gibt, auch
um keine Zeit zu verlieren, direkt abgeben an meine Kollegen. Ja, danke Jan. Dann mache ich direkt weiter. Mein Name ist, wie schon gesagt, Sebastian Trump. Ich bin eben einer der Mitinitiatoren des Spirio Sessions Projektes, in dem es grob gesagt um die gemeinsame Improvisation mit einem KI-System geht, also um Mensch-Maschine-Ko-Kreation, die sich hier ganz auch physisch entfaltet sozusagen, mit diesem Steinway Spirio R-Flügel. Das ist sozusagen das Herzstück unseres Projektes. Das ist eben ein digital-analoger Hybridflügel, der zunächst mal auch ein ganz normaler Flügel ist, den man spielen kann, aber eben auch eine digitale Schnittstelle besitzt, über die wir den Flügel mit Daten versorgen können, sodass die Töne vom Computer gesteuert abgespielt werden. Und zu unserem Spirio Sessions Projekt wird jetzt mein Kollege Martin Ulrich kurz ein paar Sätze sagen. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von mir an alle. Ich freue mich, dass wir hier so zahlreich zusammen sind und begrüße Sie alle sehr herzlich. Mein Name ist Martin Ulrich, ich bin Professor für interdisziplinäre Musikforschung an der Hochschule für Musik Nürnberg und selbst Pianist und Musikwissenschaftler. Und vielleicht ein ganz kurzer Blick in die Geschichte der mechanischen Klaviere. Ende der 1920er Jahre waren mechanisch selbstspielende Flügel und Klaviere weit verbreitet. Die funktionierten damals mit Walzen, Lochstreifen und ähnlichen Datenträgern und starben aus, weil die Tonaufzeichnung und die Radioübertragung ihnen Konkurrenz machten. Und im Zeitalter der Digitalität haben heutige Flügel- und Klavierhersteller diese Idee wiederentdeckt. Und so ist dieser Flügel, an dem mein Kollege Bastus Trump da gerade sitzt, zunächst mal vom Hersteller als ein Reproduktionsflügel gedacht. Allerdings einer in ungeheuer großer Klangqualität und Klangtreue, viel, viel genauer und feiner abgestuft, als es diese alten, rein mechanischen Lochstreifenklaviere damals konnten. Und unsere Idee, als wir diesen von der Klangqualität her Top-High-End-Flügel kennenlernten, war, können wir den nicht hacken? Also statt ihn mit vorproduzierten Aufnahmen, Daten zu füttern, ihn mit einer künstlichen Intelligenzsoftware quasi kurz schließen, um dann in eine echte Kollaborationssituation zu kommen. Da kommt mein Interesse als Kulturwissenschaftler ins Spiel. Ich interessiere mich für die mehr als menschliche Musik. Also können Menschen mit Tieren, mit Robotern, mit künstlichen Intelligenzen, mit Pflanzen zusammen musizieren, zusammen kreativ werden. Und da ist jetzt diese eigentlich Triade, die wir da sehen, der Flügel, im Grunde genommen als ein Musikroboter, die KI-Software, die über eine Frequenz- und Tonhöhenerkennung verfügt und der menschliche Musiker, in dem Fall mein Kollege Bastus Trump. Das ist sozusagen ein Kollaborationsformat, das bis vor kurzem in dieser Form undenkbar gewesen wäre. Und das testen wir jetzt explorativ aus und tun das in einer immer größer werdenden kleinen Forschungsgruppe zusammen mit Studierenden der Technischen Hochschule und der Hochschule für Musik Nürnberg. Aber so viel vielleicht erstmal zur Forschungsidee und zum Setting in diesem Projekt. Ein Projekt, was trotz technischer Affinität die Hochschule für Musik Mitglieder keineswegs ohne professionelle Informatik durchführen könnten. Und da kommt Corbinian Riedhammer ins Spiel. Ich bin auch Amateurmusiker, quasi Geiger. Klassischer Natur tatsächlich nicht Jazz oder sowas, aber das hat mich natürlich besonders interessiert. Ne? Also als Informatiker, die ja von Natur aus einfach interdisziplinär eigentlich sind, weil wir uns einfach die Anwendungsfelder suchen müssen, untersuchen wollen, war natürlich das ein super Projekt. Ne? Also dass ich da mein Hobby das ein bisschen mitbringen kann, mein Fachgebiet passt praktischerweise auch sozusagen. Und da jetzt also eine musikalische Richtung aufzumachen, das ist für uns eine ganz spannende und auch ehrlich interdisziplinäre Geschichte tatsächlich. Also ganz oft machen wir Informatiker irgendwas unter dem Segel interdisziplinär, aber in Wirklichkeit
ist es eigentlich nur Informatiker mit Informatiker. Jetzt ist es sozusagen tatsächlich offiziell was Wichtiges. Ne? Das ist sehr spannend für uns, weil damit nämlich auch die Anwender auch nicht technisch sind. Ja, also Martin und Bastus auf der einen Seite, aber auch sind natürlich die beiden Studierenden aus der HFM, die sozusagen die Sachen, die wir basteln, ja, von musikalischer Seite auch ausprobieren und validieren werden. Das ist für uns ganz spannend, weil wir sonst als Informatiker uns immer überlegen, wie validieren wir eigentlich unsere Sachen. Ja, und wenn man jetzt sozusagen die Validierung wirklich auch in die Domäne wieder zurückgeben kann, ist es natürlich sehr spannend, weil wir damit ein ganz ein gutes Bild einfach auch bekommen, gutes Feedback bekommen. Ja, wir sind ja irgendwo an dieser Schnittstelle eben Kreativität auf der einen Seite, aber wenn wir jetzt Machine Learning denken, denken wir immer über Training nach und denken wir Evaluation nach, ne, wie gute Systeme wir bauen. Und wir verlassen jetzt sozusagen die für Informatiker angenehme Welt der Datensätze und festen Zahlen, wo ich sagen kann, juhu, 3% besser, ja, und gehen also in den Bereich rein, wo die Frage ist, ist das jetzt als Instrument künstlerisch verwertbar? Gut, vielen Dank, Corbinian. Nachdem wir jetzt so viel über das Projekt gesprochen haben und kennengelernt haben, wer alles beteiligt ist, wollen wir jetzt natürlich auch ein bisschen Musik hören. Und zum Einstieg möchte ich zeigen, was wir bei uns gerade nicht machen. Das Besondere unseres Projektes gegenüber einigen anderen Forschungsprojekten, gerade in diesem Bereich KI und Musik, ist eben die Live-Interaktion, die wir anstreben. Also uns geht es nicht darum, offline sozusagen Musik zu generieren und abzuspielen. Solche Ansätze gibt es eben häufiger, zum Beispiel auch in einem Forschungsteam bei Google, das Magenta-Team, das dort in deren Projekt Music Transformer ein KI-Modell mit sehr großen Mengen an Klavierdaten trainiert hat. Und das lässt sich jetzt zum Beispiel verwenden, um eine Melodie fortzusetzen. Wir haben das mal getestet mit den ersten vier Takten des C-Dur-Präludiums von Johann Sebastian Bach. Und da möchte ich kurz eine Variante zeigen, damit Sie eine Vorstellung kriegen, woran andere Projekte arbeiten, was uns aber gar nicht so sehr interessiert. Denn zum einen dauert es recht lang, diese Variante überhaupt zu berechnen. Das ist jetzt schon im Vorfeld passiert. Und zum anderen habe ich hier auch keinerlei Interaktions- oder Beeinflussungsmöglichkeit. Ich kann hier jetzt nur auf Play drücken und wir können es uns anhören, wie es der Stereoflügel abspielt. Und in dieser Variante, wir nennen es immer so ein bisschen Elton John-mäßig, weil man darin doch manchmal so Popmusik-Elemente erkennt, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Hören wir mal kurz rein. An sowas arbeitet man also bei Google. Das hat uns nicht so interessiert, sondern wir wollten schauen, wie kann ich als menschlicher Musiker irgendwie mit diesem selbstspielenden Flügel in Kontakt kommen. Und dazu ist schon relativ früh während des Projekts oder eigentlich sogar schon in einer Vorphase ein erster Prototyp entstanden, der nur ganz elementare Prinzipien des maschinellen Lernens aufgreift, sogenannte Markov-Ketten. Das ist also ein ganz simples statistisches Verfahren, das zuhört, welche Töne werden in welcher Reihenfolge gespielt und versucht, das zu reproduzieren. Das ist hier umgesetzt in so einem in so einer grafischen Programmierumgebung, MaxMSP nennt das sich, wo man also nicht im Code programmiert, sondern in grafischen Elementen, die miteinander verbunden werden. Und die Tonhöhenerkennung und eben diese Markov-Ketten werden hier dann noch angereichert, um eine Rhythmusgenerierung und um Akkord-Arpeggios. Was das System jetzt einerseits sehr adaptiv macht, gleichzeitig aber auch sehr impulsiv. Das ist also der erste Prototyp und den möchte ich mal kurz demonstrieren. Ja.
So wie mal beispielhaft zu diesem ersten Prototypen, mit dem wir eben in die erste Experimentierphase gegangen sind. Und davon ausgehend sind uns verschiedene Probleme aufgefallen, verschiedene Problemstellungen, die wir angehen wollten. Eine davon, dass bislang kaum eine rhythmische Synchronisation zwischen dem, was ich spiele, und dem, was das KI, was der KI-Patch generiert und dann der Flügel abspielt. Da gibt es momentan kaum einen rhythmischen Zusammenhang. In dieser Richtung ist eben unser studentischer Projektbeteiligter Ismail Akça vorangegangen und hat versucht, einen Beat-Detector zu entwickeln. Die zweite Problemstellung, auf die wir gestoßen sind, ist, dass diese Markov-Ketten das Ganze zwar sehr adaptiv machen, gleichzeitig aber auch eben nur ein, wenn man so will, ein Kurzzeitgedächtnis erlauben. Also momentan merkt es sich nur, so wie es jetzt eingestellt ist, 8 Töne. Und eigentlich wäre es ja wünschenswert, dass so ein System auch nach und nach immer mehr musikalisches Wissen anreichern kann und sozusagen dann auch ein Langzeitgedächtnis aufbaut und auf größere Strukturen zurückgreifen kann. Und hier hat die Projektbeteiligte Franziska Braun eben versucht oder ist immer noch dabei, sogenannte Hidden Markov-Modelle, also sozusagen Erweiterungen dieser einfachen Markov-Ketten, wie sie jetzt vorkommen, einzubauen und in diese Richtung eben das Ganze zu erweitern. Der Code aus diesen beiden studentischen Projekten ist noch ganz frisch, also der dampft regelrecht noch, ja, so frisch ist der. Wir haben jetzt aber trotzdem gedacht, für die heutige Lab-Tour möchten wir trotzdem schon was zeigen, auch wenn wir hier und da noch mit Details kämpfen und einige Parameter sicher noch optimieren müssen, würden wir gerne einfach mal den aktuellen Stand sozusagen brandheiß demonstrieren. Und unsere erste Idee war, diesen Beat-Detector, der momentan zwar Beats detected, aber noch nicht direkt die rhythmische Synchronisation herstellt, einzubinden in den bestehenden Prototypen. Und das möchte ich auch mal eben zeigen. Und anschließend, nach einer kurzen Demonstration, könnte dann Ismail auch ein paar Worte dazu sagen, welches Konzept dahinter steht, damit das noch ein bisschen verständlicher wird. So, genau. Also ich muss hier eine Anwendung starten und hier so umstellen, dass jetzt nicht mehr der prototypische Rhythmusgenerator verwendet wird, sondern jetzt die Beats aus dem Beat-Detektor eingebunden werden. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert.
Leads kommen immer mit gewisser Verzögerung an. Ich denke, da müssen wir noch ein paar Parameter optimieren, aber vielleicht, Ismail, ist das die Gelegenheit für dich, mal kurz zu erklären, welches Konzept hinter dem Lead Detector steckt. Ah, jetzt kommen wir. So, das ist jetzt gerade ein Poster, wie es dann letztlich für meine Semesterarbeit einzureichen ist. Wir sehen hier links im linken Drittel den Teil, den der Bastus in der Wertung vorgestellt hat. Ja, genau. Ja, wie funktioniert diese Beat- oder Rhythmus-Detection jetzt eigentlich? Und warum kommt jetzt auch noch nicht so wirklich viel dabei oben? Das wollen wir uns mal anschauen. Letztlich ist einfach Folgendes. Das Audiosignal von Bastus Saxophonspiel wird aufgenommen und wird einfach als rohes Audiosignal eingespeist in den Beat-Detektor. Er nimmt dann erstmal Interpolationen und Vorverarbeitung auf den ganzen vor und stellt dann eben ein smootheres Signal heraus. Und dann merkt man eigentlich, oder man sieht, glaube ich, eigentlich schon ganz gut, wie es dann weitergehen soll. Alle Ausschläge in diesem Smooth-Audio-Signal entsprechen lauteren Stellen, also Stellen angesammelter Energie im ursprünglichen Signal. Und jetzt wird im Prinzip nur eine diskrete Ableitung von diesem Signal erstellt. Das heißt, es wird nur noch die Änderung von jedem Schritt zum nächsten betrachtet. Und dann kommen wir bei diesem Signal heraus. Und das Maximum in diesem Signal entspricht eben einer der steilsten Flanken hier. Hier das Minimum einer der steilsten abfallenden Flanken. Und Nulllinien, zum Beispiel hier, sprechen dann eben einfach nur im Halten eines Tons. Ja, das heißt jetzt letztlich, wir brauchen, um Töne zu finden, die steigenden Flanken, die Tonansätze, die Onsets. Das heißt, wir reduzieren das Detection-Signal auf seine Wachzimmer. Und davon auch nur die, die über einem gewissen Schwellenwert liegen. Also selbst in der geradesten Linie werden immer leichte Schwingungen enthalten sein. Diese möchte man natürlich nicht haben, deswegen nur alles, was über einem gewissen Schwellenwert liegt, wird dann auch als Beat interpretiert. Genau. Am Ende des Tages erhält man dann eben diese Beat-Folge, die dann links weitergereicht wird an Franziskas ein. Zwei Sachen sind etwas problematisch dabei. Zum einen eben die Echtzeitsynchronisation der ganzen Anwendung. Das Ganze funktioniert natürlich nur auf einem gewissen Kugelschnipsel, sag ich mal. Da muss eine realistische Länge haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Zur Zeit ist der auf 5 Sekunden eingestellt. Man kann den auch, man würde ihn wohl kürzer einstellen müssen, aber das ist quasi die Zeit, die die Anwendung zuhören muss, bevor die beurteilt werden kann. Das heißt auch, Franziskas HMM wird immer zurzeit mit einer Verzögerung von etwa 5 Sekunden angesteuert. Und zum anderen Problem, das man hat, ist die Wahl eben dieser Parameter, vor allem in der Schwellenwert, die eigentlich Erkennung. Der ist nach jetzigem Kenntnisstand hardwareabhängig und muss eben entsprechend jedes Mal angepasst werden. Im rechten Teil, was die Effekte ist, jetzt nicht das. Also das sind eigentlich die beiden Probleme. Und wie kurz können wir diesen Zeitraum machen, damit die Anwendung noch vernünftig reagieren kann? Und wir müssen eben die maschinenspezifischen Parameter gewählt werden. Das wird, denke ich, in den nächsten Wochen passieren und dann werden wir Ende des Semesters hoffentlich eine vernünftige Beat-Erkennung haben. Eine kleine Korrektur vielleicht noch. Der Beat-Detektor ist momentan an die Klangerzeugung meines früheren Prototypen gekoppelt, Franziskas HMM. Würde ich jetzt gerne noch in dem zweiten Schritt zeigen. Das kann auch ganz unabhängig vom Beat-Detektor laufen, weil dieser Ansatz auch selbst seine eigene Rhythmik generiert. Und dazu muss ich hier eine andere Anwendung starten. Das mache ich hier auch mal gerade.
Dort werden die Töne, die erkannt werden vom Saxophon, sozusagen hingesendet. Es findet eine Analyse oder ein Retraining statt, aber da wird Franziska vielleicht dann auch noch kurz was dazu sagen. In jedem Fall werde ich es aber erstmal kurz auch wieder musikalisch demonstrieren. Mal alles einschalten. Ja, so viel auch wieder als kurze Demonstration davon. Viele von euch werden sich wahrscheinlich jetzt dann gefragt haben, was jetzt eigentlich gerade überhaupt passiert ist. Und es ist so quasi, der Bassist hat eben am Anfang jetzt mit seinem Saxophon Töne eingespielt im MIDI-Format. Diese Töne werden dann an ein Hidden Markov-Modell gesendet, weil mein MIDI-Empfänger enthält dann eben so ein Hidden-Markov-Modell. Und Hidden-Markov-Modelle erweitern also eben, wie schon der Bassus erwähnt hat, diese Markov-Ketten, die wir haben, insofern, dass wir jetzt, wir haben jetzt ein stochastisches Modell, was versteckte Zustände zum einen modelliert, die in Abhängigkeit von bestimmten Beobachtungen eben stattfinden können. Und in meinem Fall jetzt befinden sich in diesen Hidden States die Tonlängen und in den Beobachtungen, die wir machen, die Tonhöhen, also was jetzt dann der Bassus letztendlich spielt. Zwischen den einzelnen States gibt es dann noch Übergangswahrscheinlichkeiten, also zum Beispiel, wie wahrscheinlich ist es jetzt, wenn gerade eine Achtelnote gespielt wurde, dass dann jetzt eine Viertelnote darauf folgt und so weiter. Und die Beobachtungen haben dann eben ihre Ausgabewahrscheinlichkeiten, also für eine Beobachtung A, wie wahrscheinlich ist es, dass es jetzt eine Viertel- oder Achtelnote ist. Genau. Dieses HMM ist vortrainiert, das heißt, wir haben schon einige Daten bzw. eine MIDI-Datei, die der Bassus eingespielt hat, verwendet, um dann eben schon mal diese ganzen Gewichtungen bzw. Wahrscheinlichkeiten halt eben anzupassen. Und wenn der Bassus spielt, kann er einstellen, okay, nach wie vielen Tönen soll ein Retraining erfolgen. Das heißt, wir updaten unser Hidden Markov-Modell. Und diese ganzen Wahrscheinlichkeiten so werden neu berechnet aus dem, was wir jetzt gerade gehört haben, also beobachtet haben. Dann möchte ich natürlich jetzt irgendwie meine Töne bekommen, die ich zurück an das Stereo senden kann. Und dafür wird Sampling gemacht. Das heißt, ich ziehe quasi aus dem Hidden Markov-Modell Zustände mit der zugehörigen Beobachtung, also
Tonlängen mit der zugehörigen Tonhöhe. Und diese gehen dann wieder an meinen MIDI-Sender und der schickt dann die Töne im MIDI-Format zur entsprechenden oder mit der entsprechenden Tonlänge an Spirio zurück. Ich würde gern noch abschließend sagen, dass sich vielleicht in diesem kleinen Beispiel, die man jetzt gesehen hat, schon zeigt, wie vielversprechend und auch wie unterschiedlich die Entwicklungsrichtungen sind, die wir in dem Projekt nehmen. Und das Spirio Sessions Projekt läuft ja noch eine ganze Weile. Ich denke, da werden wir noch viele interessante Erkenntnisse gewinnen und auch noch viele neue Bausteine hinzufügen können. Für den Moment würde ich damit diese Live-Demonstration erstmal abschließen und Sie gerne dazu einladen, wenn es Fragen gibt, die jetzt zu stellen. Thank you.